Seht nicht so überrascht rein. Auf meinen Reisen bin ich vielen von euch begegnet und es ist immer etwas Seltsames an euch. Kräftige Hände. Wollt ihr nicht euren Orden verlassen und bei mir anheuern? Derart kräftige Hände könnte ich gut an meinem Ruder gebrauchen. Ja, die Sirenengesang ist mein ganzer Stolz. Sie hat mich von meiner Heimat Rivain und der Insel von Lomarin bis zur Küste von Parfollen gebracht. Ich brauche lediglich mein Schiff und den Wind im Rücken. Und sobald meine Männer die Annehmlichkeiten des Landes ausgiebig genossen haben, stechen wir wieder in See. Wir werden diese Verderbnis so weit wie möglich hinter uns lassen. Hey, ich werde mich nicht in die Nähe der Verderbnis wagen. Und wenn in eurem Köpfchen auch nur der geringste Verstand steckt, tut ihr das Gleiche. So wie ich das sehe, kann ich weit genug fortsegeln, selbst bis zur anderen Seite des fernen Anderfels. Die See wird für sich selbst sorgen. Hat Cassivir euch das erzählt? Es stimmt. Ich kämpfe mit Schnelligkeit und Raffinesse und bin damit weit gekommen. Ich nenne mich einen Duellanten, weil ich meine Fähigkeiten im Laufe der Jahre in Duellen gegen Krieger weiterentwickelt habe. Eine ungewöhnliche Bitte von einem gefürchteten Streiter gegen die dunkle Brut. Ich fühle mich geschmeichelt, dass ihr von mir lernen wollt, Herzchen. Aber ich habe euch beobachtet und den Eindruck gewonnen, dass euch eine gewisse Anmut fehlt, die erforderlich ist. Ihr seid es bereits gewohnt, auf eine bestimmte Art zu kämpfen, richtig? Ich kann euch einige Grundlagen lehren. Vielleicht könnt ihr sie an jemanden weitergeben, der an dem interessiert ist, was ich anzubieten habe. Allerdings möchte ich meinen potenziellen Schüler besser kennenlernen. Also lasst uns etwas zu trinken bestellen und erweist mir die Ehre eines Spiels. Habt ihr jemals Sündenfall gespielt? Die Regeln sind einfach, aber es ist schwierig, darin wirklich gut zu werden. Ihr müsst das Spiel eures Gegners ebenso im Auge behalten wie euer eigenes. Bevor wir anfangen, müssen die Karten gemischt werden. Soll ich das übernehmen oder möchtet ihr? Wie ihr meint. So, das sollte genügen. Jeder beginnt mit 5 Karten. Möge der raffiniertere Spieler gewinnen. Bin ich wieder dran? Bitte, behaltet eure Hände bei euch. Ha! Der Engel des Todes! Das Spiel ist beendet. Wir müssen beide unsere Blätter aufdecken. Ah, das ist ein ziemlich gutes Blatt, Herzchen. Für einen schlechteren Spieler hätte es vielleicht gereicht. Ich habe 4 Ritter. Rosen, Zeitalter, Opfer und Weisheit. Sie schlagen euer Blatt. Nach all den Jahren bin ich immer noch ungeschlagen. Kann mir denn niemand das Wasser reichen? Aber, es gibt keinen Grund für derartige Anschuldigungen. Ihr habt in dem Spiel einfach noch keine Erfahrung. Wenn ihr mehr Übung habt, werdet ihr auch besser. Nicht so schnell, Herzchen. Ich bin nicht sicher, ob ich euch schon gut genug kenne. Kommt, ein Spiel noch. Ah, das ist die richtige Einstellung. Gut, spielen wir noch eine Partie. Bevor wir anfangen, müssen die Karten gemischt werden. Soll ich das übernehmen? Gut, dann fangt an. Seid ihr endlich soweit? Jeder beginnt mit 5 Karten. Möge der raffiniertere Spieler gewinnen. Ah, eine perfekte Karte. Ah, ich kenne diesen Glanz in euren Augen. Ich nehme an, ihr habt gute Karten. Ha, der Engel des Todes.
Das Spiel ist beendet. Wir müssen beide unsere Blätter aufdecken. Ah, das ist ein ziemlich gutes Blatt, Herzchen. Für einen schlechteren Spieler hätte es vielleicht gereicht. Ich habe 4 Ritter. Rosen, Zeitalter, Opfer und Weisheit. Sie schlagen euer Blatt. Nach all den Jahren bin ich immer noch ungeschlagen. Kann mir denn niemand das Wasser reichen? Ah, das ist die richtige Einstellung. Gut, spielen wir noch eine Partie. Bevor wir anfangen, müssen die Karten gemischt werden. Soll ich das übernehmen? Gut, dann fangt an. Seid ihr endlich soweit? Ah, der Ritter der Morgenröte. Genau die Karte, die ich brauchte. Ihr habt wirklich gute Reflexe. Ich bin beeindruckt. Und was mein Betrügen betrifft, nun, das Spiel ist unwichtig. Ich wollte nur sehen, ob ihr mich überlisten könnt. Ihr habt bewiesen, dass ihr sowohl schnell als auch einfallsreich seid. Es wäre mir eine Ehre, meine Fähigkeiten an euch weiterzugeben. Kommt, wir brauchen dafür ein wenig Platz.